Ich bin Claudia und ich habe schon viermal geatmet. Ins Gefühl, für mich das holotrope Atmen ist wirklich eine Methode. In verschiedenen Sachen ausprobiert und das kann einfach so viel. Es ist so, du kannst da so viel nachbringen, so lange kannst du gar nicht über etwas reden. Es ist unmöglich, das funktioniert. Ich empfinde, das funktioniert nicht. Dass du wirklich auf dieser anderen Ebene, dass du Sachen weitergehen kannst. Dass es, auch wenn man sonst dazu neigt, sehr kontrolliert zum sein und das viel gelernt hat in seinem Leben, ist es umso empfehlenswerter. Warum habe ich es gemacht? Angst nicht, ich glaube, also nervös, ich mache mir jedes Mal davor in die Hose. Ich habe schon oft das Gefühl, wenn ich dort liege und warte, denke so, jetzt geht's los. Ich schnell an. Ja, da sage ich jetzt auch was, weil ich mag Gruppe eigentlich überhaupt nicht. Besonders, weil man dann alle über das Mie so viel reden muss und das dann wildfremde Menschen mitteilen. Und schlussendlich bringt es mir dann doch voll oft voll viel. Es sind immer mehrere Leute dabei, von denen die das, was sie schildern, spricht dich total an, es betrifft dich, oder du kennst schon so, oder jemand sieht was und denkst, ah ja genau, also es hilft dir vielleicht auch weiter. Und auf der anderen Seite ist es wirklich ein Unterschied, ob du das mit dir selber ausmachst oder ob du das tollst mit einer Gruppe. Und auch die Reaktion von der anderen hilft dir. Und einfach, dass du das in der Gruppe tollst, nicht nur alleine oder mit der Therapeutin zu zweit, ja. Es ist was anderes mit einer Gruppe. Es kann anstrengend sein und es können schwere Sachen sein und es kann gleichzeitig können wunderschöne Sachen passieren, die auch in dir drin sind und dir dann du dem begegnest, wo du schon sonst gar keine Chance hättest, dass du denen begegnest. Ja, und bei Yvonne und Peter, also ich merke, dass sie das beide, dass sie das wirklich, dass sie das mit Liebe machen, dass sie auch oft viel Erfahrung haben, sich da voll drauf einlassen und dass es ihnen ganz viel Spaß macht. Also ich habe 3 oder 4 Mal geatmet bis jetzt und ich habe jedes Mal manchmal praktischere oder wirklich das direkt in Lebenssituationen gemerkt habe, ab paar Wochen danach, dass ich gemerkt habe, dass mein Verhalten sich verändert hat, also quasi auf ein Thema bezogen, dass mir endlich das andere Verhalten, das mich weiterbringt, dass es auf einmal automatisch passiert ist. Das war mir nicht bewusst, ich habe es registriert und ich habe schon eine Rückmeldung gekriegt von nahestehenden Leuten, dass ich auf einmal etwas anders mache. Und ich habe es auf verschiedenen Ebenen gemerkt. Ich habe das Gefühl, es ist dann doch wirklich ein bisschen das Zwiebelmodell, dass es immer weitergeht und du schaffst immer weiter dran. Am Anfang denkt man vielleicht, einmal löst was auf und gut ist, aber es ergänzen sich dann eigentlich immer mehr Sachen oder Feinheiten, dass du tiefer ankommst an Themen, an das, was es so sehen kann und dass sich manchmal wieder ganz was Neues zockt. Wenn sich was anderes gelöst hat, kommt dafür wieder etwas ganz was anderes. Ist es ein bisschen wie mit einem Diamant, dass man, wenn man immer, umso mehr, dass man abschläft, dass man dann irgendwann immer mehr dazu kommt und dass es quasi immer mehr glänzt im Grunde, dass du immer mehr zum Schönen auch kommst. Das tut oft weh oder es ist schwierig, aber das gehört auch dazu. Aber du kommst da immer mehr dazu. Jetzt habe ich wieder zu lang geredet. Weil es mir so gut tut, es ist für mich extrem effizient, extrem hilfreich, es sind tolle Erfahrungen und ich habe jetzt gedacht, dass ich schon jedes Jahr vielleicht so 1-2 Mal atmen will. Der größte Effekt vom Atmen, dass ich mich freier fühle. In allem Möglichen. In mir. Durch die Erfahrungen, die ich dann da machen kann. Die jetzt so im vollen Bewusstsein nicht möglich sind.